Servus Leute, bin ich wieder. So, der Sturm hat sich endlich gelegt. Dann habe ich gedacht, ich war heute mal in unser Waldstickel im Kraichgau und gucke mal, was er so angekriegt hat, der Sturm. Und wenn der Bock drauf habt, das schöne Wetter heute, dann bleibt da drauf. Viel Spaß. So, das kleine Bächel hat mal wieder Wasser. Ich habe da schon mal ein Video gemacht mit Norma-Messer. Und da war ja komplett trocken hier. Letztes Sommer. Heute hat er wieder schön Wasser. Und trotzdem gibt es kein Schnoge, weil es noch viel zu kalt ist. Das ist natürlich auch schön. Ja, man sieht schon auf den ersten Blick, da hat es doch einige Bäume hier umgemacht. Ich muss sagen, das Waldstück ist eh recht wild, sage ich jetzt mal. Also da wird jetzt nicht so viel gemacht. Naja. Ach, da liegen schon ziemlich viel Brücke liegen auf einmal da. Jetzt suchen wir uns mal ein schönes Plätzl. Das Gute ist, wir kriegen keine nasse Fies, weil wirklich überall Brücken gebaut sind. Ich hoffe, das wird was. Also, da hat schon wirklich einiges zerlegt, muss ich sagen. Na, Kamera hingefischt. Ich nehme euch jetzt einfach mal das Stück mit. Dann könnt ihr euch das selber auch schauen. Da zum Beispiel. Also da liegt wirklich alles quer. Aber schön ein Traum, das Waldstück, muss man sagen. Wenn der mal da Wasser hat, ist echt herrlich. Aber ihr kennt mal klar, im Sommer habt ihr da keinen Spaß. Da hat es so viel Schnake und Zecke. Daneben dran ist eine kleine Wies halt. Was heißt eine kleine, große Wies, wo uns noch ein Teil gehört? Da, wenn der da einmal durchmarschiert, oh Gott, da seid ihr voll mit Zecke. Und die Viecher alles, ja. Muss man halt ein großes Feuer machen im Sommer, aber das darf man natürlich nicht. Da haben wir auch wieder so einen Kamerad, so einen gefährlichen. Also heute muss man wirklich mal aufpassen, wo man noch dort, weil da liegt so viel quer. Echt Wahnsinn. Das mal da vorne, das ist Wahnsinn, ne? Alles umgeblasen. Hier wird es dann schon richtig sumpfig. Müssen wir mal außen rumlaufen. Das sieht man jetzt auch schön. Dadurch, dass halt in letzter Zeit doch ziemlich viel geregnet hat, ist es hier wirklich fast schon eine Sumpf- und Moorlandschaft geworden. Aber hat halt auch seinen Reiz, ne? So ursprünglich. Auf der anderen Seite von der Wildwiese. Wird gerade Holz gemacht, wie sich's anhört. Ah ja, da steht da der Fest da drüber mit seinem Jeep. Sehe ich gerade. Soll mal schön da drüber bleiben.
gibt es da wieder Diskussionen. Ja, da ist wirklich ein sumpfischer Boden, das ist echt eine Katastrophe. So. Ich hoffe, es langweilt euch nicht. Aber ich laufe jetzt einfach mal hier komplett durch bis ans Ende. War ja schon eine Weile nicht mehr hier. Und ich frage mich gerade echt, wo die Obstbäume sind. Wo hier eigentlich stand. Oh, da ist wieder einer. Da laufe ich nicht drunter durch. Seht ihr den Kamerad? Ja. Was ein Trümmer. Also ihr seht schon, ich glaube, das war jetzt so ziemlich das Trockenste, was ich gefunden habe, und das ist batschnass, das Holz innen drin. Dann spalte das mal auf, aber ich glaube, das wird halt nichts. Also ich habe ehrlich gesagt keine große Hoffnung, dass das heute funktioniert ohne Zundergescheide. Weil ihr seht, ist das alles wirklich extrem nass heute. Aber wir können es ja trotzdem mal probieren. Das Blöde ist, ich habe nicht einmal eine gescheite Unterlage dabei. Und den Feuerstahl nehmen wir heute mal den vom Ambulo. Ich finde den eh ein bisschen klein, aber... Jetzt schauen wir mal.
Also ich merke schon, die Funken sind wirklich einwandfrei von dem Teil. Aber das Material ist wirklich, das ist wirklich extrem nass. Also da tut sich gar nichts. Und die Funken sind wirklich schön satt und alles. Material neu. Leute, das gibt's doch nicht. Einfach zu nass. Einfach zu nass. Alles. So, ich habe mir jetzt so ein Zundernesch gesammelt hier aus alten Gräsern und so. Das sieht wirklich trocken aus, aber es ist nicht wirklich trocken. Aber leider die einzige Möglichkeit, wo man hilft. Das wird schon klappen. Das kann man jetzt wenigstens auch, wenn es ein bisschen feucht ist, kann man das jetzt wenigstens schön gläufasrig machen. Das sind auch da nicht dabei, sehe ich gerade. Schön. Wird wahrscheinlich mehr qualmen wie brennen, aber wir probieren es einfach mal. Alles nass, Mann. Das gibt's nicht. Leute, 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 sowas habe ich noch nicht erlebt. Das wird halt nichts. Aber ich muss sagen, für meinen
erster Eindruck vom Feuerstahl, wo ich gesagt habe, er ist zu kurz. Der funktioniert einwandfrei, da möchte er richtig gute, saftige Funke. Aber man sieht, ich habe jetzt wirklich den halben Feuerstahl verballert, weil er doch recht weich ist. Aber wie gesagt, das lag jetzt nicht am Feuerstahl. Das lag ganz klar am Material. Hätte ein bisschen besser suchen müssen, ein bisschen besser vorbereiten müssen vielleicht. Aber wie gesagt, das war der trockenste Brocken, wo ich gefunden habe. Und ja, manchmal soll es vielleicht einfach nicht sein. Zum Glück haben wir unseren Drang ja dabei. So. Dass wir wenigstens noch so zu unserem Kaffee gucken. So, den gibt's halt da, ne? Also bis gleich. So, was ihr euch noch zeigen wollt. Wie gesagt, der Feuerstahl war jetzt meiner Meinung nach ein bisschen klein, aber wie gesagt, es lag jetzt absolut nicht im Feuerstahl, dass man das nicht angebracht hätte. Da hätte ich einfach ein bisschen länger suchen müssen nach trockenem Holz, weil da findet man eigentlich immer was. Wenn man dickeres Holz natürlich nimmt und spaltet es auf, irgendwann ist es ja trocken innen drin. Aber wie ich es da einmal gesehen, es kann natürlich auch mal so laufen. Auf jeden Fall, was ich euch noch zeigen wollte, wenn da Victorinox dabei habt, könnt ihr auch so einen kleinen Feuerstahl mit der Säge hier, könnt ihr richtig schön als Striker nehmen. Dann könnt ihr sie nämlich auch ein bisschen weiter vorne vielleicht halten, am besten mit Handschuhen, weil es ist halt die Säge. Aber da könnt ihr das sogar hier vorne ganz fein. Ja. Hier. Arbeite. Weil mit so einem großen Messer und so einem kleinen Feuerstahl geht es halt manchmal nicht ganz so toll. Aber wie gesagt, so den gibt es einfach. Das ist ein Sumpfgebiet da. Ja. Deswegen ist es immer gut, wenn man einen Plan B hat. Wenn man zum Beispiel sein SB dabei hat, so wie ich jetzt. Und man hätte natürlich auch noch bessere Zunder sammeln können, man hätte natürlich was mitnehmen können. Ich hätte jetzt auch noch Wattepads dabei gehabt, mit Wachs gedrängt und so. Aber ich wollte es halt einfach mal so probieren, ob ich das jetzt heute hier hinbekommen würde. Antwort ist auf die Schnelle wohl nicht, wie man gesehen hat. Aber naja. Heißt es üben. Das nächste Mal klappt es dann vielleicht. Ja, und im schlimmsten Fall die andere Seite hier vom Wald neben der Wiese. War ja auch schon wieder kein Sumpfgebiet gewesen. Der Bach ist ja, da geht ja noch hier drüber durch auf meiner Seite. Und da hätten wir auch trockenes Holz holen können. Also man bringt es schon hin. Aber man hat gesehen, also es ist keine Selbstverständlichkeit, ein Feuerstahlfeuer zu machen. Viele denken das. Man muss der Sache wirklich
regelmäßig übe. Ansonsten steht man dumm da, wenn man es mal wirklich brauchen sollte oder einfach brauchen wollte. Ja, das wäre. Ich habe heute auch wieder was gelernt. Ich trinke jetzt noch meinen Kaffee. Tut noch ein bisschen die Ruhe hier. Die Kettensäge in der Ferne und die Axt vom Förster da drüben. Ein bisschen genieße. Das Bachplätschere und genieße einfach mal meinen Freitag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, einfach mal ein Just for Fun Video heute. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.